Ihr habt nur einen Tintenstrahldrucker und wollt Motive, Grafiken oder Text auf Holz oder auf Kreidefarbe drucken? Dafür eignet sich die sogenannte Freezer Paper Methode am besten. Die habe ich beispielsweise bei meinem letzten Projekt, einem Adventskalender, verwendet. Ich zeige euch heute, wie das genau funktioniert und worauf ihr achten müsst. Hier habe ich zwei verschiedene Bilder zum Übertragen. Einmal recht einfache Formen und Text und einmal ein hübsches buntes Foto. Hier habe ich ein paar Testbretter aus Holz, die eine Hälfte ist mit Kreidefarbe gestrichen, die andere ist völlig unbehandeltes Holz. Wenn ihr mehr zur Kreidefarbe ganz allgemein wissen wollt, dann besucht gerne meinen Blog oder schaut euch einfach an meinem Kanal nach Videos dazu um. Das, was ihr für die Freezer Paper Methode benötigt, ist Freezer Paper, zu Deutsch Gefrierschrankpapier. Das kommt aus den USA und darin kann man Lebensmittel einfrieren. Bei uns kennt man das Papier allerdings nur zu kreativen Zwecken. Und bei uns kann man es ganz praktisch in einem Format kaufen, das in einen ganz normalen Drucker passt. Das Papier, das ich hier verwende, habe ich euch unter dem Video verlinkt. Als erstes müsst ihr euer Motiv auf die glänzende Seite des Papiers drucken. Denn eine Seite ist glänzend und die andere ist normales Papier. Druckt auf jeden Fall auf die glänzende Seite. Denn die Idee ist, dass die Tinte aus dem Tintenstrahldrucker nicht vom Papier aufgenommen wird und das Papier sie deshalb wieder an das Holz abgeben kann. Also druckt auf die beschichtete Seite. Zwei weitere Dinge müsst ihr noch beachten. Druckt euer Motiv spiegelverkehrt, das ist besonders bei Texten wichtig. Und nehmt euch die Zeit zu kontrollieren, wie viel Tinte hinterher auf dem Papier steht. Denn wenn es zu viel ist, dann kann es passieren, dass die Farbe schon auf dem Freezerpaper ineinander läuft und dann ist das Bild schon unsauber, bevor es auf eurem Holz ist. Wenn ihr zu wenig Tinte nehmt, dann kann es aber auch passieren, dass kaum Tinte auf eurem Holz bleibt. Also probiert am besten ein wenig aus. Wie viel Tinte verwendet wird, könnt ihr in euren Druckereinstellungen steuern. Zum Beispiel, indem ihr auf den Entwurfsmodus umschaltet. Das Einzige, was ihr jetzt noch machen müsst, ist, das Papier mit der bedruckten Seite nach unten auf eure Oberfläche zu legen, sicherzustellen, dass es nicht verrutschen kann und dann andrücken. Das kann man mit den Fingern machen. Ich nehme zusätzlich noch einen Fugi. Das ist so ein weiches Werkzeug, mit dem man Silikonfugen abziehen kann. Und das eignet sich für den Drucktransfer deshalb so gut, weil es ganz weich ist und sich gut an die Oberfläche anpassen kann. Und hier sind die Ergebnisse. Schauen wir uns die Drucke nun einmal ganz genau an. Wenn ihr schon einmal mit Kreidefarbe gearbeitet habt, dann wisst ihr, dass die Oberfläche porös und sehr anfällig für Verschmutzung ist. Das ist genau der Grund, warum der Drucktransfer hier überhaupt funktioniert. Denn die getrocknete Kreidefarbe kann die Druckertinte aufnehmen, wenn auch nicht so viel wie unbehandeltes Holz alleine. Denn wer schon einmal mit Kreidefarbe gearbeitet hat, der weiß auch, dass sich die Oberfläche nicht glatt zieht. Die Farben bleiben so stehen, wie ihr sie mit dem Pinsel aufgetragen habt. Und genau das kann man hier bei dem Drucktransferergebnis sehen. Die Oberfläche hat feine Rillen vom Pinsel und in die kann man die Druckertinte nicht vom Papier übertragen. Das Ergebnis von den relativ einfachen Formen und vom Text ist in Ordnung, auch wenn weniger Tinte haften bleibt. Das Foto ist nicht so wirklich präzise, ist nur grob erkennbar und vielleicht perfekt für einen Vintage-Look. Je nachdem, was ihr darstellen wollt, ist die Oberfläche aber einfach zu uneben für filigrane Drucke oder für detaillierte Fotos. Anders sieht es auf dem rohen Holz aus. Das habe ich schon recht glatt im Baumarkt gekauft, aber dann sogar noch etwas glatter geschliffen. Und genau weil das Holz jetzt so schön glatt ist, sind die Druckergebnisse hier um einiges besser. Wir können also schon einmal festhalten, je glatter die Oberfläche, desto besser das Drucktransferergebnis. Aber Achtung, nicht, dass Sie jetzt auf die Idee kommen, so einen Druck auf lackierte oder irgendwie anders beschichtete Oberflächen zu bringen. Diese Technik hier funktioniert nur auf saugenden Oberflächen. Jetzt stellt sich nur noch die Frage der Versiegelung. Wer Kreidefarbe kennt, der weiß, dass sie immer versiegelt werden sollte, einfach weil sie so empfindlich ist. Und bei Holz versteht sich das auch von selbst. Deshalb möchte ich euch jetzt zeigen, wie das Versiegeln mit einem Acryllack, einem Kunstharzlack und mit einem farblosen Möbelwachs funktioniert. Die Bretter hatten jetzt alle eine gute Stunde Zeit zum Trocknen. Jetzt zeige ich euch erstmal, was passiert, wenn euer Werk mit Wasser in Kontakt kommt. Jetzt sollte schnell klar werden, warum ihr versiegeln müsst. Da wollen wir gleich mit dem Acryllack starten. Ich trage den Lack mit einem Pinsel auf und verstreiche ihn schön. Ihr seht, das Ergebnis ist eine Katastrophe. Eben habt ihr gesehen, dass die Tinte aus dem Drucker wasserlöslich ist. Nun aber ist Acryllack auch wasserbasiert. Und das ist auch der Grund, warum der Acryllack gar keine gute Lösung ist. Damit macht ihr euch euren Druck total kaputt. Vergessen wir das also und gehen gleich weiter zum nächsten Lack.
einem Klarlack auf Kunstharzbasis. Den bekommt ihr auch in jedem Baumarkt und ihr erkennt ihn daran, dass nicht draufsteht, dass er wasserbasiert ist und dass die Streichwerkzeuge mit Pinselreiniger oder Terpentinersatz sauber gemacht werden müssen. Ausspülen mit Wasser funktioniert nämlich nicht. Wenn ich damit über meine Drucke gehe, dann passiert gar nichts mit dem Druckergebnis. Funktioniert also. Aber ich möchte euch auch noch einmal farbloses Wachs zeigen, denn Möbelwachs eignet sich besonders für den Vintage- oder Shabby-Chic-Look, weil es so schön matt ist. Das pudrige Ergebnis der Kreidefarbe wird nur wenig beeinträchtigt, kann die Kreidefarbe aber gleichzeitig relativ gut schützen. Möbelwachs trage ich meistens mit einem fusselfreien Lappen auf. Und ihr seht, auch das funktioniert ganz gut. Bei normalem Auftragen ohne viel Reiben wird der Druck auch nicht beschädigt. Also großartig, wenn ihr einen schönen Vintage-Look zaubern wollt. Nun möchte ich aber noch einen Schritt weitergehen. Wie gut schützt denn nun der Kunstharzlack im Vergleich zum Wachs? Meine Holzbretter hatten jetzt gute 24 Stunden Zeit zum Trocknen. Jetzt mache ich einmal den Härtetest mit Wasser. Bei dem Kunstharzlack passiert quasi nichts. Der Lack hat sich schützend über das gesamte Brett gelegt. Bei dem Wachs ist die Schutzleistung nicht ganz so hoch. Wenn ich hier etwas fester reibe, dann ist am Ende auch Tinte an meinem Lappen. Das war zu erwarten. Es gilt also hier auch die gleiche Regel wie beim Streichen mit Kreidefarbe ganz allgemein. Nehmt das Wachs nur dann, wenn euer Werkstück keinen großen Belastungsstand halten muss. Bei so einem Dekobrett könnt ihr das ruhig verwenden. Da wird ja nichts groß angefasst. Wäre das hier aber beispielsweise eine Tischoberfläche, dann wäre Wachs keine so gute Idee. Kommen wir also zum Fazit. Kein Druck wird mit der Freezer-Paper-Methode wirklich perfekt. Es wird immer eine Vintage-Optik. Aber je glatter die Oberfläche, desto detaillierter das Ergebnis. In meinem Test war das beste Ergebnis auf dem sehr glatten Holz. Die Versiegelung solltet ihr mit Kunstharzlack machen, wenn ihr einen guten Schutz braucht. Für Deko eignet sich auch das Wachs gut. Für noch mehr Tests und schöne DIY-Projekte besucht gerne meine Webseite unter www.shabbyityourself.de und folgt mir auch auf Facebook und auf Instagram.